Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier bei Holilot. Heute wird es wieder Rocket League geben, und zwar einen Modus mit dem größten Frustpotenzial. Ich möchte gerne heute 1, 2, 3 Runden 3 vs. 3 spielen, um mal schauen, wie es wird, ob es wieder schlecht wird, mal schauen, wie die Mates sind und natürlich auch mal schauen, wie ich drauf bin. So, und falls ihr das Video dann am Ende gut fandet, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar und um kein weiteres Video zu verpassen, drückt den Abo-Button. So, jetzt geht's los. Erste Runde, 3 vs. 3. So, da sind wir auch schon. Die erste Runde. Wir schauen, was passiert. Und das erste Tor. 1-0. Das ging schnell. Das hat er gut gemacht. Aber was mich interessieren würde, welchen Modus spielt ihr denn am liebsten? 1 vs. 1, 2 vs. 2 oder 3 vs. 3? Welcher Modus macht euch am meisten Spaß? Und welcher Modus und oder welchen Modus spielt ihr am unliebsten? Welcher ist der Modus, den ihr nicht gerne spielt? Das 2-0. Halbe Minute gespielt, 2-0. Ich kann mich noch nicht beschweren. Ich konnte auch noch nicht viel zeigen. Ich bin noch nicht wirklich im Spiel drin. Und das 3-0. Ich habe noch gar keine Chance gehabt, irgendwie an den Ball zu kommen. Ist schon komisch. Fühlt sich komisch an. Schade. Habe ich falsch getroffen. Wollte ich ganz anders treffen, wie es dann gekommen ist. Aber das kann ich immer so schön erzählen. Ne? Was mich auch interessieren würde, spielt ihr, wenn ihr jetzt 2 vs. 2 oder 3 vs. 3 spielt, bei 1 gegen 1 ist das natürlich ausgeschlossen. Aber habt ihr einen festen Partner oder spielt ihr so wie ich eigentlich immer nur mit zufälligen Partnern? Oder wie läuft das bei euch? Eine schöne Glanzparade von mir natürlich. In Perfektion. Ja, komm, den hätte ich doch viel besser jetzt. Naja, hättest du mal gelassen. Oder habt ihr halt nur einen Partner für 2 vs. 2 und spielt dann 3 vs. 3 mit Randoms oder... Ich weiß ja nicht, würde mich mal interessieren, wie ihr das so handhabt. Und das Tor, das 4-0. Mein Tor natürlich war bis jetzt das Allerschönste. Wie ihr sicher alle nachvollziehen könnt. Schaut euch das mal an. In Perfektion den Ball getroffen. Geht gar nicht besser. Ah, okay. Ja, das war nicht so schön. Das ist das, wenn man dabei quatscht. Ne? Dann kriegt man nichts auf die Kette. Man konzentriert sich dann aufs Reden und verliert mindestens 30% seiner Konzentration fürs Spiel. Nein, 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 nein. Was machst du denn? Junge! War ja gut gemeint, aber ich glaube, ich wäre noch dran gekommen und hätte den Ball klären können. Das war nicht so schön. Das müssen wir doch jetzt über die Bühne bringen. Aber es würde mich nicht wundern, tatsächlich in diesem Modus, wenn wir das Spiel jetzt noch 6-4 verlieren oder so. Wäre absolut im Bereich des Möglichen und Machbaren. Komm. Schade. Aber schöner Pass von meinem Mate. Ich konnte ihn nur leider nicht im Tor unterbringen. Ja, aber der Sieg ist uns sicher, glaube ich. Jetzt bin ich mir schon fast sicher. Jawohl. Wir haben tatsächlich gewonnen im Modus 3 vs. 3. Das erste Spiel also gewonnen. Jetzt gehen wir ins nächste Spiel und schauen, ob wir da auch gewinnen können. Wäre natürlich schön und ich würde mich sehr darüber freuen. So, das zweite Spiel wird jetzt gleich eingeläutet. Und mal schauen. Wir müssen das schaffen. Warum ist unser Mate AFK? Warum? Nein. Ja. Und ich mache auch noch den. Ach, was soll das denn? Seht ihr, und das meine ich, das ist doch Frust. Warum ist der denn AFK? Das hat mich jetzt total durcheinander gemacht. Ey, das ist doch zum Heulen. Hör auf mit diesem AFK sein. Wenn du nicht spielen willst, dann melde dich für kein Spiel an, Mann. Aber er macht's wieder gut. Ich glaube, das war der. Oh, zum Glück.
So, ich muss jetzt auch wieder, ich habe das Problem in jedem 3 vs. 3 Spiel. Ich muss erstmal reinkommen, ich muss mir meine Teammates anschauen. Ich muss wissen, wie die spielen. Und muss den Boost kriegen. Wäre von Vorteil, denke ich. Aber okay, sehr schön, sehr schön. Aber ich habe das Problem immer beim 3 vs. 3. Ich brauche immer so eine Minute, bis ich dann drin bin und dann geht das los. Also manchmal. Kann auch sein, dass ich 5 Minuten brauche und das Spiel dann zu Ende ist, bevor es losgeht. Du hast jetzt nicht meinen Boost geklaut, oder? Wo ist mein Mate? Ich weiß, das sollte kein Pass sein. Ich wollte mich jetzt noch rausreden aus meinem dummen Fehler. Scheiße. Aber auch ich will manchmal einen Fehler nicht einsehen. Dann kommt dann so ein dummer Spruch, als wenn ich das als Pass gemeint hätte. Aber wir alle wissen, das war einfach ein Fehler von mir und ich habe den Ball nicht richtig getroffen. Oh, 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 oh. Den kriege ich nicht mehr, den kriege ich nicht mehr. Ah, der Ausgleich. Sowas darf nicht passieren. Ja, da ist das Tor. 3-2. Schönes Ding. Und vor allem die Torexplosion, die gefällt mir sehr gut. Die Schwerkraftbombe, ist das wohl? Ja, in Titanweiß, denke ich. Die hätte ich auch gerne. Wenn ich die irgendwann als Entwurf habe, ist das die nächste Torexplosion, die ich mir dann gönnen werde. Wir haben gewonnen. Sehr schön. Und das Tor. 1-0. Das war jetzt wieder durcheinander. Aber ihr wisst ja, wie gerade schon gesagt, ich brauche immer ein paar Minuten, um mich auf mein Team einzustellen. Um zu schauen, wie die spielen. Und naja, gut. Alles klar. Meine Güte, was passiert hier? Danke. Oh, okay. Ja, mein Fehler, glaube ich. Vielleicht. Noch 40 Sekunden. Ja, und das meine ich. Hier ist jetzt gerade der Frustmodus Level 100. Weil egal, wo man hinfährt, es sind immer beide Teammates da. Das ist unglaublich. Teilt euch doch mal auf und rast nicht hinter jedem Ball her, verdammt. Ja, und dann passiert sowas. Mann, das nervt. Ja, genau, und dann auch noch aufgeben wollen. Das sind die Richtigen. Das regt mich auf. Warum? Hinter jedem Ball herrasen und herfliegen, aber mal ein bisschen sich frei spielen. Mal hinstellen. Nee, das geht nicht. Quatsch. So, noch ein Spiel. Nach dem Spiel ist eh vorbei jetzt. Letztes Spiel. Ich hoffe, der Frust aus diesem letzten Spiel ist nicht jetzt mit in dieses Spiel gekommen. Und ich kann jetzt wieder entspannt spielen. Wir werden das versuchen. Es fährt keiner zum Anschluss. Was ist denn los? Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Und ja, ich kann nicht sehen. Schnauze. Und wehe, es schreibt gleich einer unten in die Kommentare. Ich kann nicht singen. Das weiß ich selber. Aber ein Tor haben wir geschossen. Also mein Teamkamerad hat der Abdul. Ja, der Abdul hat ein Tor gemacht. Der Mad Abdul. Hier ist was los. Gut, weiter so. Ui, Parade. Aber scheiß Parade. Eine richtig beschissene Parade. Mehr weg damit. Nein, nein. Oh, das habe ich schon kommen sehen bei der Parade. Keiner geht zum Ball, keiner trifft den Ball mehr und dann steht es 1-1. Oh. Ja, ich habe den Ball aber nicht nach links und nicht nach rechts gekriegt. Ich war froh, dass ich diesen dusseligen Ball überhaupt noch gekriegt habe. Ja, ich weiß. Man darf den Ball nie vors Tor klären und dann sowas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was für eine Parade hier. Jetzt ist der Abdu wieder. Ja, der Abdu geht wieder ab. Was soll das denn? Ja, was für eine Parade. Was soll ich da machen? Mann. Ja, oh mein Gott. Warte, kriegst du auch noch. Warte. Hier, da ist, oh mein Gott. Ja. Hier nicht große Fresse, nur weil du ein Tor geschossen hast, sondern auch was zeigen jetzt. Jetzt haben wir uns beide hier so ein bisschen blöd angemacht. Jetzt können wir auch wieder weitermachen, oder? Gut. Ihr würdet ihr nicht mehr hinterherfahren und auch, sondern auf der anderen Seite sein, hättet ihr auch den Ball jetzt annehmen können und damit was machen können. Ja, genau. Wow, super. Ja, wow, warte mal, ich auch wow. Ich hab gar keinen Wow, oder? Wo ist denn wow?
Ich hab keinen Baum. Schade. Gut. Tor. 3-2. Kommt schon jetzt. Leute. Ja, vorbei. Toll. Woo! Gut. Damit, mit dieser doch kleinen Enttäuschung, möchte ich mich dann von euch verabschieden. Und falls ihr, aber auch nur falls ihr das Video gemocht habt, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Falls ihr es nämlich nicht gemocht habt, auf jeden Fall einen Daumen nach unten. Einen netten Kommentar, darüber würde ich mich sehr freuen. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr von diesem Sticker hier haltet. Ja? Was haltet ihr von diesem Sticker? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Findet ihr den auch so geil wie ich? Oder findet ihr den eher langweilig? Ne? Gut, dann und ganz wichtig, nicht vergessen, Abo da lassen, damit ihr kein weiteres Video von mir verpasst. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video. Ciao.